NanoLife. NanoLife hat eine disruptive firmeneigene Technologie entwickelt. Diese ermöglicht es, eine lebende Zelle in 3D zu untersuchen, ohne sie zu beschädigen. Weil die Zelle die Grundlage aller Lebensformen auf der Erde bildet, ist dies ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Mikroskopie. Dadurch können in den Bereichen Bildung, Biologie, Pharmazie, Kosmetik, Labore und Industrie neue Regeln aufgestellt werden. Wie bei der Magnetresonanztomographie für den menschlichen Körper erstellen die Mikroskope von NanoLife jede Sekunde vollständige Tomogramme der lebenden Zelle. So können Benutzer in die Zellen hineinschauen, die Organellen im Zellinnern erkunden und die Auswirkungen von Impulsen und Medikamenten auf die Zelle genau messen. Dadurch eröffnen sich neue Forschungsgebiete und die Herstellung intelligenterer Produkte wird möglich. Im Jahr 2016 führte NanoLife sein erstes Produkt ein, das heute bereits weltweit von mehr als 100 renommierten Forschungsinstituten und Pharmaunternehmen verwendet wird. NanoLife SA. Herr Jan Gott. We are all made of cells and all life happens at the cell level. Fertilization, our immune system, remodeling of neurons, cancer, infections, aging and so on. As you have just seen, our microscope allows for the very first time to look inside living cells in 3D and without damaging them. Now researchers can, for the very first time, see and precisely measure the impact of their drugs and stimuli. Therefore, our products enable completely new and unlimited possibilities for much smarter products in all cell-based industries. Biotech, medtech, pharma, and even cosmetics and diagnostics. Our technology will deeply change all these industries and enable new multi-billion dollar markets. Within the last 4 years, we brought this technology from an IPFL lab to markets, and NanoLife succeeded to produce a high-precision and cost-efficient solution for high-precision, three-dimensional exploration of living cells, a Swiss precision instrument for a worldwide nanocellular revolution.